Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Longline. Wir sind zurück aus der Weihnachtspause und haben viele tolle neue Beiträge für euch. Kurz vor Silvester hat sich Dave mit dem Thema Feuerwerken auseinandergesetzt und was Tiere beim Jahreswechsel so durchmachen müssen. Daves Familie hat nämlich selber einen Hund und die merken schon, dass der zum Jahresende hin recht schreckhaft wird, was laute Geräusche angeht. Zu diesem Thema hat er sich mit einem Experten zusammengesetzt. Ja, wir haben jetzt hier den Jonas bei uns. Ja, Jonas, ich will gar nicht zu viel reden. Ich lasse die Bühne dir. Wer bist du? Was machst du? Wer bin ich? Was mache ich? Das ist eine sehr tiefsinnige Frage. Aber mein Name ist Jonas von Einem. Ich bin der Kampagnenleiter und derzeit auch Presseleiter von Tierschutz Austria. Wir sind die älteste Tierschutzorganisation Europas. Wir betreiben das größte Tierschutzhaus und Tierheim in Österreich, in Vösendorf, wo wir derzeit knapp 1200 Tiere betreuen. Genau. Und das gibt uns einiges an Arbeit. Ja, das glaube ich mit sofort. Und ja, die heutige Sendung geht ja eigentlich Neujahr, Feuerwerk, so. Das ist ja jetzt relativ bald. Und jetzt kann ich mich daran erinnern, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wir haben einen kleinen Hund gehabt. Und das ist die ersten Jahre eigentlich komplett nicht geschert. So, dem war das wurscht. Aber jetzt mit den Jahren, dass es älter wird, fängt er immer an, mehr zurückzuschrecken, haut ab, versucht sich zu verstecken. Mein Tier hat Angst. Wieso, weshalb, warum? Weil wir Menschen sind ja eigentlich unter Anführungsstrichen auch Tiere und wir schießen es in die Luft und wir staunen. Ja, das Thema ist halt, dass ein Hund oder eine Katze alles zigmal deutlich lauter hört als wir. Und du sagst schon, es kennen wahrscheinlich viele bei sich zu Hause, die einen Hund bei sich zu Hause haben, eine Katze, die dieses Knallen einfach extrem erschreckt. Und bei Haustieren muss man sagen, ist es zwar das Erschrecken und das ist schlimm, da kann man aber einiges tun. Man muss sich aber auch, was man oft vergisst, Wildtiere und Ähnliches anschauen, die sich so erschrecken und einen Fluchtreflex haben, die sich zum Teil auf der Flucht vor solcher Knallerei wirklich verletzen oder sogar dabei sterben. Und das ist auch ein Grund, warum wir sagen, es gibt Alternativen für Silvesterböllerei. Ich verstehe das auch, ich habe als Kind auch gern geböllert. Aber es ist einfach so, es gibt drei Ebenen eigentlich, wo das Thema letztendlich uns betrifft. Das sind einerseits eben die Tiere. Das ist das zweite, ist die Umwelt. Gerade in den Zeiten jetzt. Natürlich wird das nicht den Klimawandel verhindern, wenn wir nicht mehr böllern. Aber es ist natürlich auch ein symbolischer und ein wesentlicher Beitrag. Und das dritte sind auch ganz einfach wir selbst, wir Menschen. Es ist eine Belastung für uns, für unsere Lunge. Es erzeugt extrem viel Müll. Und gerade auch in Covid-Zeiten, wo wir jedes Bett auf Intensivstationen sehr, sehr gut gebrauchen können, ist es auch gut, wenn da keine unnötigen Unfälle an Silvester natürlich entstehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Satz, vor allem das mit den Intensivstationen. So, jetzt haben manche Tiere Angst, manche nicht. Gibt es da irgendeinen Grund oder ist das einfach so, wie wir Menschen, manche mögen es, manche nicht? Grundsätzlich gefällt diese Lautstärke, glaube ich, keinem Tier, besonders wenn das plötzlich und ohne Vorwarnung passiert. Das ist ja meistens das Thema, dass die Tiere das überhaupt nicht zuordnen können. Biologisch ist natürlich auch jedes Tier wieder unterschiedlich, gerade auch von den unterschiedlichen Tierarten, aber auch jedes Tier selber, jeder Hund ist unterschiedlich und kann dann natürlich auch unterschiedlich reagieren. Es spielen natürlich auch Vorerfahrungen eine Rolle. Also wenn sich ein Tier schon mal besonders erschreckt hat, als es klein war, dann ist es natürlich auch wieder empfindlicher für sowas im späteren Verlauf seines Lebens. Ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, keinem Tier macht das Spaß zu der Zeit. Und wie gesagt, wir haben 1200 Tiere bei uns im Tierschutzhaus. Und ich kann jedem nur raten, hier mal vorbeizuschauen, wie das an Silvester ist und auch an den Tagen schon davor. Weil hier ist ja auch schon Böllerei die 2-3 Wochen davor. Die Tiere haben wirklich Angstzustände. Das sieht man denn richtig an. Die sind hochgradig gestresst. Und das hilft den Tieren überhaupt nicht. Jetzt hast du vorhin gesagt, da kann man vieles machen, zumindest bei den Haustieren. Was ist ein Beispiel? Was kann ich jetzt mit meinem Hund zu Hause machen? Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum einen natürlich die Möglichkeit, sich mit dem Tier dorthin zurückzuziehen, wo es möglichst ruhig ist. Das ist bei uns im Tierschutzhaus sehr schwer möglich, weil wir ein riesiges Gelände haben, wo die Hunde alle ihren zugewiesenen Platz haben. Bei sich zu Hause, mein Hund zum Beispiel zu Hause, versteckt sich immer am Klo. Da scheint es irgendwie schallisoliert zu sein, was vielleicht eh nicht so schlecht ist. Es gibt verschiedene Trainings, die man machen kann. Wir haben ja auch Hundetrainerinnen und Trainerinnen bei uns.
die verschiedene Trainings anbieten. Es gibt mittlerweile aber auch Behandlungsmöglichkeiten. Da muss man natürlich sich genau informieren, wie das funktioniert mit CBD-Öl zum Beispiel, was man langsam bis Silvester hin in kleinen Dosen steigern kann, was die Hunde auch deutlich entspannter macht. Also wenn man sich hier informiert, da kann man auch gerne bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Wir haben da einen eigenen Ratgeber dafür, was man machen kann an Silvester. Gibt es einige Tipps, aber wie gesagt, das sind die Haustiere. Viele Tiere können wir leider in der Zeit nicht schützen. Thema Wildtiere. Da kommen wir jetzt noch dazu mit der nächsten Frage. Und zwar ist Österreich ja nicht nur Stadt bzw. Wien Hauptstadt, sondern halt auch viele ländliche Regionen, wo es mal dazu kommt, dass man über eine Landstraße düst, wo mal Wildtiere vielleicht auch mal rüberlaufen. Die sind, du hast gesagt, Fluchtreflexe, das heißt, die fangen an zu rennen. Mit anderen Worten, die schauen auch nicht mehr, die laufen einfach nur. Nein, die kriegen gar nichts mit, da sind Scheuklappen angelegt, Ohren zu und dann wird losgerannt. Also stell dir das vor, du läufst über die Kärntner Straße in Wien und plötzlich schlägt eine Bombe ein, so ist das vom Verhältnis. Was würdest du machen? Du würdest auch wahrscheinlich erstmal losrennen. Und die wissen nicht, wo rennen sie gerade hin, rennen sie gerade auf eine Straße, rennen sie irgendwo hin, wo ein Abhang ist, wo sie vielleicht herunterrutschen, liegen da irgendwelche Äste oder Bäume im Weg, wo sie dran hängen bleiben und sich verletzen. Also die können das ja gar nicht einschätzen, weil die wissen gar nicht, was da vor sich geht. Also die Verletzungsgefahr ist hier sehr, sehr divers. Und natürlich, im schlimmsten Fall, du sprichst an, wenn sie auf die Straße rennen, gefährden sie im schlimmsten Fall dabei dann auch noch Menschenleben. Das heißt, Silvester langsam fahren. Zumindest am besten gar nicht fahren, wenn man etwas getrunken hat. Vor allem, ich wünsche allen, ich meine davor, dass Silvester auch feiert. Nein, also das Kernproblem ist, worauf wir eigentlich zurückkommen wollen. Es gibt so viele Alternativen zum privaten Feuerwerk. Und ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn nicht jeder wahllos irgendwo böllert, sondern wenn das einfach kontrolliert wäre, zum Beispiel durch ein öffentliches Feuerwerk oder auch strenger reglementiert, wie laut die Feuerwerkskörper sein dürfen. Es gibt verschiedene Alternativen wie Lasershows. In China gibt es mittlerweile schon Drohnenshows. Da kann man jetzt wieder diskutieren, ob das vom Umweltaspekt her dann so gut ist. Aber uns geht es eigentlich mal darum, Bewusstsein dafür zu schaffen, weil die meisten Leute wissen gar nicht, wie es den Tieren eigentlich geht. Und für den kurzen Spaß, wenn man das gegenüberstellt, das Leid der Tiere, wird vielleicht der ein oder andere überlegen, was könnte man hier anders machen oder könnte ich vielleicht meine persönliche Böllerei reduzieren. Wir wollen ja niemandem irgendetwas komplett verbieten. Es geht darum, überhaupt mal für dieses Thema Bewusstsein zu schaffen, dass wir dann gemeinsam auch Lösungen dafür finden können. Dass uns dann gemeinsam hinsetzen und sagen, hey, jetzt machen wir mal was. Ja, es steht zum Beispiel auch im Koalitionsübereinkommen jetzt von ÖVP und Grüne steht, dass das Pyrotechnikgesetz überarbeitet werden soll. Es ist leider noch nicht passiert. Jetzt kann man sagen, wegen Corona und so weiter, da gibt es wichtigere Themen. Aber wie ich vorhin eigentlich schon angesprochen habe, gerade zu Corona-Zeiten, wo man eigentlich jetzt auch letztes Jahr einen Lockdown hatte, wo man die Spitäler möglichst frei halten will, Corona, die vor allem eine Krankheit ist, die die Lunge angreift, eigentlich wird das ein Thema sein, was gut mit Corona zusammengeht. Und wo man etwas machen könnte und wo sich die beiden Regierungspartner auch darauf geeinigt haben. Okay. Jetzt habe ich ja schon über meine persönliche Erfahrung mit meinem eigentlich Hund zu Hause gemacht. Wie ist es bei dir? Bist du zu Silvester bei den 1200 Tieren oder sitzt du zu Hause mit deinem Kleinen und versuchst den irgendwie zu beruhigen oder? Ich wäre eigentlich in der Therme in Erding über Silvester. Ich weiß noch nicht, ob das stattfinden kann dieses Jahr mit der ganzen Covid-Situation. Wir werden wahrscheinlich zu Hause sein, ich mit meiner Freundin und natürlich auf unseren Hund aufpassen, weil wir merken das einfach schon immer die Tage davor. Der Hund ist extrem gestresst, zieht sich immer mehr zurück und wie gesagt, sucht immer mehr den Platz auf der Toilette, wo es einfach ruhig ist. Und das ist auch wichtig, einfach dann für den Hund da zu sein, ihn nicht so viel allein zu Hause zu lassen, sich gut drum zu kümmern, weil Hunde sind einfach extrem soziale und empathische Wesen und die spüren das ja auch, wie man dann in der Zeit mit ihnen umgeht und die brauchen dann auch, ich sag mal, die gewisse Liebe, wenn sie so unter Stress sind. Jawohl, danke Jonas für das Interview. Hast du noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was dir aber persönlich noch ein Anliegen ist, dass wir noch wissen sollten? Wir haben eine Petition gestartet auf www.tierschutz-austria.at, wo ihr einerseits eben genau diese Anliegen unterschreiben könnt. Also wenn ihr auch für ein Silvester ohne Angst seid, dann unterschreibt die Petition. Wir können damit politisch ziemlich sicher etwas erreichen, weil viele Städte haben schon privates Feuerwerk verboten.
wie ich auch schon gesagt habe, im Koalitionsvertrag ist eine Überarbeitung des Pyrotechnikgesetzes vorgesehen. Redet mit den Leuten drüber. Viele wissen nicht, worum es eigentlich bei diesem Thema geht. Vielen ist das gar nicht bewusst. Redet drüber, diskutiert drüber. Es ist auch legitim, zu unterschiedlichen Ansichten und Meinungen zu kommen. Aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass darüber geredet wird, weil Silvester verursacht einfach für die Tiere unglaublichen Stress und wir können das kaum nachvollziehen und nachempfinden, wie schlimm das eigentlich für die Tiere ist. Jawohl, dann bedanke ich mich, Jonas, und wünsche dir jetzt noch ein schönes Silvester. Ich sag danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Die meisten von uns haben bestimmt schon einmal eine Schneekugel in der Hand gehabt. Als Kinder haben wir sie herumgewirbelt und dem Schnee beim Herabsinken zugesehen. Egal ob im Sommer oder im Winter. Aber kaum jemand hat sich damals wahrscheinlich die Frage gestellt, wo und wie diese Schneekugeln eigentlich hergestellt werden. Genau das hat sich Andreas in der Original Wiener Schneekugelmanufaktur und dem dazugehörigen Museum angeschaut. Kirchen, Torten, Elefanten, Klopapierrollen, dort gibt es fast nichts, was nicht in einer Kugel Platz hat. Hallo, wir sind heute in der Schumanngasse im 17. Wiener Gemeindebezirk und hier befindet sich das erste und einzige Wiener Schneekugelmuseum. Ich werde mir da heute erklären lassen, wie im Familienbetrieb eigentlich diese Schneekugeln hergestellt werden und wie viele davon. Und werde dann mit Sabine Perzi darüber reden, wie das Ganze eigentlich funktioniert und abläuft und was so ihre Aussichten sind für das Schneekugelmuseum. Ist eigentlich ein sehr einmaliger Ort. Schauen wir einfach mal rein und werfen einen Blick in die Welt der Schneekugeln. Gibt es seit 1900. Also mein Urgroßvater, Erwin Perzi der Erste, hat ja hier in Wien die originalen Wiener Schneekugel erfunden. Mhm. Und ja, also mittlerweile machen wir das in der vierten Generation, ja. Vierte Generation schon, okay. Und wie viele sind dran quasi an der Herstellung und an der ganzen Produktion von Kugeln? Also Verkauf. Momentan sind wir 10 Mitarbeiter, 4 davon Familienmitglieder, also mein Vater, meine Stiefmutter, mein Mann und ich. Wir 10 Maxeln produzieren da ca. 200.000 Stück im Jahr. 200.000? 200.000, ja. Okay. Weil du gesagt hast, die Ideen, die von dir auch kommen, wie viele Modelle sind das, die es gibt? Also wir haben einen Standardkatalog mit 350 Standardmodellen, die eben in unserem Standardsortiment sind, die immer produziert werden, also eben Stephansdom, Riesenräder, ja. Schneemänner und diese ganzen Sachen. Und dann eben immer am Ende des Jahres, also jetzt ist es auch wieder so weit, werde ich mir jetzt dann einmal die Verkaufszahlen anschauen, um dann zu sagen, okay, was zahlt sich jetzt noch aus, weiter zu produzieren? Also wenn es Sachen sind, die wir dann halt eben nur ein, zwei Mal im Jahr verkaufen, dann nehmen wir da was raus und tun es halt dann wieder mit etwas Neuem ergänzen und ja, das wird jetzt dann bald passieren. Der Schnee schmilzt nicht in unseren Kugeln, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also wir produzieren das ganze Jahr eigentlich, also unterm Jahr normalerweise natürlich für die ganzen Souvenirshops und für Messen und Tagungen und Hochzeiten und Events und was auch immer. Das ist natürlich seit letztem Jahr also alles ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe gesehen, ihr habt noch auch die Corona-Modelle quasi, die einen Babyelefant und die Klopapierrolle und so weiter. War das auch deine Idee? Also ist das auch von dir gekommen? Ja, also die Idee mit der Klopapierrolle stammt aus meinem Gehirn. Nein, es war so, ich habe auf Instagram einen Konditor gesehen, der eine Torte in Form einer Klopapierrolle erstellt hat und dann habe ich den Papa angerufen und habe gesagt, hey, bitte zeichne mir doch eine kleine Klopapierrolle und die möchte ich dann eben in der 45mm Kugel drinnen haben und es war dann auch damals die Idee, habe ich gesagt, hey, es wäre doch nett, wenn wir eben die Kugel bewerben auf unserer Webseite, dass wir von einer jeden verkauften Kugel 2 € an das Rote Kreuz spenden und das haben wir dann auch gemacht. Es war ein wahnsinniger, wahnsinniger Erfolg auf jeden Fall und wir verkaufen das Klopapier bis heute. Nach wie vor. Gibt es dann eigentlich gibt's irgendwelche Grenzen, also wo ihr sagt, das würde jetzt sicher nicht reingeben in die Schneekugel oder
möglich wäre ja wahrscheinlich alles, aber... Also technisch möglich, vor allem mit unseren 3D-Druckern, ist nahezu wirklich alles. Was wir prinzipiell ablehnen, sind jegliche Szenen, die irgendwie etwas mit Gewalt oder so etwas zu tun hat. Ja, also es gibt keine Waffen, keine Soldaten, wir machen nicht einmal Jäger. Ja? Also weil das hat einfach in einer Schneekugel nichts verloren, weil eine Schneekugel soll immer eine in sich geschlossene, heile Welt bleiben. Und das ist mir ganz besonders wichtig. War natürlich auch mehrmals angedacht, die Manufaktur außerhalb von Wien anzusiedeln. Das will ich aber nicht. Also wir haben zwar unser Hauptlager draußen in Sulz im Wienerwald, wo wir natürlich unsere Kartons und Glasballone und dieses ganze Zeugs lagern, aber ich kann die Wiener Schneekugel nicht aus Wien rausbringen. Das ist unmöglich und das will ich auch nicht. Ja? Und wir sind hier wirklich so im 17. Bezirk in Hanals so angesiedelt. Ja? Also ich meine, ich gehe darüber über die Gasse und wohne da. Ja? Also das ist... Das soll einfach da bleiben. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich selber produzieren können. Ne? Aber eben, weil dann ist man nicht so abhängig von Lieferzeiten und diesen ganzen Zeugs. Ne? Weil wenn der Schachtellieferant sagt, er kann nicht, dann hast du halt keine Schachtel mehr. Ja? Und wir machen uns da einfach nicht so gerne abhängig von anderen. Bei euch oben ist quasi nur da, wo quasi dann die Magie passiert, ganz also genau. Wo das Ganze zusammengesetzt wird und bemalt und auch so weiter. Und verpackt, also dass eben die Kugel mit dem Sockel zusammengesetzt wird und dann in in ihre Schachtel kommt und dann schon wieder auf den Weg gehen kann. Und wie viele Arbeitsstunden fließen in eine Kugel? Naja, man kann grob sagen, dass man für die Fertigung einer Schneekugel ungefähr eine Woche braucht. Ja. Ja, also so grob geschätzt. Ja, also wenn das jetzt eben nichts speziell angefertigtes ist, also wo das Modell selber erst neu erstellt werden muss, etc. Ja. Also eben für einen Stephansdom, sage ich jetzt, ein Standardmotiv oder ein Riesenrad ist ungefähr eine Woche. Ja. Aber ich mache ja nicht eine Kugel, ne? Also Stephansdom. Wir machen einmal 5000 Stephanskirchen, die werden dann einmal alle, also wir produzieren 5000 Stephanskirchen, die werden dann alle zusammengeklebt. Die werden dann alle auf einmal lackiert, dann werden die alle aufgebügelt. Nein, also das ist ja eben so eine, was mache ich mit einem Stephansdom? Ihr seid ja in der Form, nehme ich an, in Österreich oder in Wien zumindest, einmalig oder vielleicht weltweit sogar darüber hinaus. In dieser Art und Weise, wie wir die Schneekugeln produzieren, sind wir die einzige Manufaktur weltweit. Die das macht. Das ist, ich habe auch gesehen, ihr exportiert ja auch in alle Welt hinaus, also von Neuseeland bis USA und Japan und China. Also, genau. Also eben von den 200.000 Stück, die wir circa im Jahr produzieren, sind 50% für den Export und zwei Drittel davon, kann man sagen, gehen nach Japan. Japan ist unser definitiv stärkstes Exportland und wir fliegen normalerweise auch jedes Jahr zumindest einmal auf eine Messe, um dort unsere Kunden zu betreuen und zu besuchen. Und es läuft sehr gut. So. Wie glaubst du, dass es in 100 Jahren wird dann das Schneekugeln ist das so ein Ding, das wird es immer geben? Es gibt da schon sehr konkrete Pläne, die ich aber jetzt nicht. Also wie soll ich sagen, dadurch, dass mein Mann und ich, wir wollen keine Kinder haben. Ja, und ich will das unter dem auch an niemanden anderen weitergeben, also entweder das macht die Familie Berzi oder das macht niemand. Ja, also deswegen, es wird wahrscheinlich mit mir zu Ende gehen, die ganze Geschichte. Gut, das ist ja noch eine sehr, sehr langfristige Überlegung, also das ist auch jetzt aber sofort. Aber also, das ist halt etwas, wo ich sagen muss, ich sehe halt, wenn auch ich ein Ablaufdatum habe und ich werde es nicht mein ganzes Leben lang machen, schauen wir. Das war's dann auch schon wieder vom Schneekugelmuseum.
Ich habe den Einblick sehr spannend gefunden und es hat doch irgendwie etwas Philosophisches gehabt, wenn man da so seine kleine, heile, abgeschlossene Welt hat in den Kugeln drinnen. Ich habe mir eine kleine Schneekugel geholt, wie ihr gesehen habt, und vielleicht wollt ihr auch einmal vorbeischauen. Und jetzt geht's wieder raus ins graue Wien. Wie es aussieht, gibt's für jeden Anlass eine Schneekugel. Wie wär's denn mit einer Logline-Schneekugel? Lasst es uns auf Instagram wissen. Das war's aber jetzt schon mit dieser Folge Logline. Wir sehen uns beim nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!